In Sangerhausen bin ich heute. Es gibt in Sangerhausen 4 prägnante Sehenswürdigkeiten. Einmal den Marktplatz. Zweimal das Spengler Museum. Dreimal den Rosengarten. Und zum vierten die Gonna. Das kleine Flüsschen hier in Sangerhausen. Ja. Ich würde mal sagen, viel Spaß euch dabei. Und ja, seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eckladum zu einem neuen Sommertour-Video hier aus Sangerhausen. Ich stehe hier vorm Spengler-Museum und ja, dort werde ich direkt mal gleich reingehen. Das ist ein Museum für Kulturhistorisches. Dort gibt es eine wunderbare große Hauptausstellung, da könnt ihr euch drauf freuen, das wird etwas gigantisch Großes. Ja, da gehen wir direkt mal rein. Und da bin ich direkt gleich drin und stehe hier direkt schon vor der Hauptattraktion des Museums, dem riesigen Mammutskelett im Spengler Museum. Auf jeden Fall. Knochen und Überreste von Skeletten, von Reptilien und anderen Lebewesen, die früher gelebt haben. Geologie ist sowieso ein sehr interessantes Fachgebiet. Zumindest spätestens seit Jurassic Park. Ja, das ist ja alles. Das sind zwar keine Dinos, das ist kein Dino, aber jetzt will ich ihn von hinten. Aber Mineralogie oder Geologie, höchst interessant. Ich habe ja auch mal Mineralien gesammelt und war auch einmal ein Fan von Mineralogie. Und ja. Und hier kommen wir in einen Raum, in dem viele Tiere zu sehen sind. Ausgestopft, würde ich sagen. Pflanzen und Tiere. Und Flora und Fauna. Alles ein bisschen spiegelnd, weil die Vitrinen da so ein bisschen entgegenarbeiten. Aber auch mal interessant zu sehen, hier ein Fuchs und da drüben ein Reh. Als Stadtkind so ein Typ, der nie in die frische Luft kommt und auch so Natura nicht wirklich kennt, ist das dann schon irgendwie. Ja, also ein Reh habe ich schon mal gesehen. Da habe ich das schon mal auf einer Autofahrt auf dem Feld rumhopsen sehen. In der Landschaft im Harz war das, glaube ich, da heute mal irgendwo mal gesehen. Aber so ein Fuchs hier, das sieht man relativ selten. Vor allem, weil die Dinger schon sehr vom Aussterben bedroht sind. Und ja, da ist das relativ schwer, einen zu finden. Und dann haben wir auch noch ja, Sachen, die mir absolut gar nichts gesagt haben bisher. So ein Vogel hier. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Ich nicht. Ein Wiederhopf. Ja, hat man schon mal von gehört. In einem bekannten Kinderlied. Aber
so gesehen, Benatura hat man noch nicht. Ja, da kann man mal sehen. Ganz viele Vitrinen voller Tieren. Ja, Tito Alba. Die Legende der Wächter. Geiler Film. Ein geiles Buch. In Büchern gibt es ein bisschen mehr davon, aber nur einen Film. Und das ist Müll und Ratten. Den sieht man ab und zu mal. Ratten sieht man dann schon öfters als eine Schleieröle. So, und was haben wir hier hinter mir? Das müsste ein Wiesel sein, wenn mich nicht alles täuscht. Nochmal ein paar vogelartige Wesen. Was heißt vogelartig? Das sind wohl Duftvögel. Auf einen Zaun. Und ein Eichhörnchen. Eichhörnchen waren als Kind für mich war das mein Lieblingstier. Da habe ich glaube ich auch mal eins gesehen. Ist mir mal zufallsmäßig über den Weg gerannt. Irgendwann mal im Urlaub. In so einem Frostgebiet. Vögel. Und eine Wildkatze darf auch nicht fehlen. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr dazu meint. Jo, und hier gibt es natürlich nicht nur Tiere und Mammuts, sondern noch andere Dinge, folgt mir da lang. Da gibt es auch noch eine interessante Ausstellung zu Bühnenkunst und Theater. Und da werden wir uns mal hinbegeben. Kunst ist ja auch was sehr Schönes. Ja, tatsächlich ist das hier gerade Kunst. In gewisser Weise natürlich nicht so eine Kunst wie das hier, aber auch Kunst auf seine Weise. Hier haben wir Bildschirme mit Videos, die darauf laufen und Texte im Hintergrund, die aufgesagt werden. Hier kommen wir in einen schwarzeren und dunkleren Bereich, doch die Bilder, die verfinstern sich ein bisschen. So, und da geht es dann von weiß ins schwarz über und hier ist so ein bisschen. Ich werde die Bilder nicht zu nah ran zoomen, weil wer weiß, was damit rein rechtlich so läuft. Und ja, das behandelt hier so ein bisschen Schauspielkunst in der Kriegsbewältigung. So Soldaten, Mord, Tod, Krieg, Leiden und so weiter. Im Hintergrund hört ihr hier gerade eine Aufführung, die dort präsentiert wird. Hier unten eine schwarze Couch, wie ihr sehen könnt. Kann man sich drauf platzieren und das Ganze in Ruhe beobachten. Links, rechts, vorne, hinten. Ein bisschen Meditation, naja, Meditation nicht, aber Besinnung und zu sich kommen. Und eine Besinnung auf das, was man dort sieht. Ja, heißt diese Ausstellung. Ich switch mal ganz schnell hier rüber. Kann man so einen groben Eindruck kriegen von den Bildern. Zu Hause, ja. Nachkriegszeit muss das sein. Die führende Rolle. SED als Schrift. Ja. Alte Sachen aus der Zeit. Eine alte Schreibmaschine haben wir dort. Ein Fotoapparat. Glaubt man ja auch nicht. So ein großes Teil. Hier ein Nähzeug. Das sind Nadeln und Nähzeugs. Ein Faden. Ein Kochutensilien. Teller. Faszinierend, muss ich nur sagen. Puppen haben wir dort.
Interessant zu sehen, die Zeit zu sehen. Ja. Man sieht nicht nur Gegenstände, sondern eine Zeitepoche. Das ist das, was mich fasziniert. Und da haben wir eine alte Nähmaschine. Genau, habe ich mal genäht. In der Schule im Handarbeitsunterricht hatten wir auch so ähnliche Maschinen. Haben wir noch mit alten Nähmaschinen nähen gelernt. Sehr interessant. Ich habe Krüge und viel, viel interessantes Zeug. Ich werde so lange hier nicht stehen bleiben, weil wenn ihr das alles sehen wollt und ausführlich beobachten wollt, müsst ihr selbst mal ins Sangerhäuser Museum fahren. Zylinder und Kriegsgerät. Porzellanzeugs und Metallzeugs für das Koch- und Backwerk. Ein paar Statuen, Engel vom Altar der Kapelle im Neuen Schloss. Da habt ihr ein Bild dahinter. Und schon geht's weiter hier mit ganz viel altem Zeug aus vergangenen Zeiten. Eine wundervolle Sache, wie ich finde. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Ich will sie hören. Interessiert mich brennend. Verschiedene Zeitalter in einem Raum. Da sind wir auch schon wieder am Ende einer weiteren Führung durch ein Museum. Ja, so groß ist das Museum nicht. Das war's vom Spengler Museum hier aus Sangerhausen. Ich hoffe, das Video war nicht zu kurz für euch und es konnte euch ein bisschen unterhalten. Ja, ich bin auch heute wegen einem anderen Grund eigentlich hierher gekommen. So habe ich das noch mit unter einen Hut bekommen. Konnte ich noch ein Sommertour-Video für euch machen. Ja, passt doch. Wenn euch dieses Video gefallen haben sollte, lasst ein Däumchen nach oben da. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid und ja, kein weiteres Video mehr verpassen wollt. Ja, mit dem nächsten Sommertour-Video geht es dann demnächst weiter. Ich hoffe, am Dienstag oder Mittwoch solltet ihr das bekommen. Ja, habt noch eine angenehme fastliche Zeit, gehabt euch wohl und haut drinne, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Ich kann immer nur sagen, es lohnt sich, die Sehenswürdigkeiten zu besuchen und ja, ein Eintritt ins Spengler Museum für einen Studenten oder einen Schüler nur 1 Euro, quasi umsonst. Also ja, für Kleinkinder sogar ganz umsonst. Also lohnt sich mal nach Sangerhausen zu fahren und ja, mal vorbeizuschauen. Ansonsten, ja, man sieht sich in einem anderen Video. Adios.